Ja, Michael Dudovic, der SV Wil Ersing hat gewonnen. Der ist der Best Player, hat einen schönen Ofen gemacht, ein schönes Goal. Perfekt dann oben. Ja, also ich muss sagen, wir haben gut gespielt heute. Das ganze Spiel auf 100%, das ist wichtig für uns, nach dem Champions Cup, den Niveau behalten. Und ja, 8-1 ist ein guter Resultat. Wir können schon mehr machen, aber ja, allgemein war es gut gewesen. Sehr kompakt gewesen, und zwar über 60 Minuten. Ist das die Vorgabe vom Coaching-Staff? Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, es hat schon ein paar Momente gegeben, wo wir nicht so voll konzentriert sind. Und ja, das muss man nächstes Mal ein bisschen besser schaffen. Aber ja, sonst muss ich sagen, 60 Minuten super gemacht. 2 Sekunden vor der zweiten Sirene das Goal bekommen. Wie viel Ärger oder wie viele Leute ist in der Kabine geworden? Also ich denke, die Stimmung war immer gleich. Es war nicht so schlimm für uns. Es war immer noch 5-1, glaube ich. Also ja, wir haben das Spiel immer noch kontrolliert und im dritten Drittel haben wir noch gezeigt, dass wir das Niveau behalten können. Und einfach sauber arbeiten bis am Schluss. Ich hatte das Gefühl, dass es noch sehr viel Champions Cup drin war. Es war unglaublich, wie gut dass der SV Wil Ersing heute gespielt hat. Ja, also alle Teams, die im Champions Cup waren, haben nicht so gut gespielt. Schweden, Finnen und Tschechen. Und wir sind SV Wil Ersing. Wir haben gezeigt, dass wir einfach das beste Team in der Schweiz sind. Und heute gegen das dritte Team im Tabelle haben wir gezeigt, dass sie nicht so viele Chancen hatten heute. Der nächste Gegner schon am Dienstag auswärts in der S-Pass Arena. Tigers Langnau, ein Wort zum Gegner. Sehr schwieriger Gegner für uns. Es ist immer ein Derby zwischen Tiger und Wieler. Es wird sicher sehr stark, sehr hartes Spiel. Aber wir müssen uns gut vorbereiten am Ende, dass wir eine gute Leistung bringen können. Merci vielmals, herzliche Gratulation zum Sieg und zum Best Player. Merci vielmals.